Hey, Siligurke hier auf Lasergurkenland, dem gratis erreichbaren Anarchie-Server mit der Domain siligurken.com. Alternativ auch erreichbar unter der IP-Adresse 149.202.17.134. Heute pumpen wir den DEFCON 6, Talk von der DEFCON 16 mit dem Titel Advanced Physical Attacks Going Beyond Social Engineering and Dumpster Diving. Oh, im Titel steht gar nicht, von wem der ist. Erik Schmiedel wahrscheinlich, ja. Erik Schmiedel. Genau, von dem ist es. Alles klar. Genau. DEFCON 16 war so 2011. Oh, und es ist gar nicht auf den offiziellen DEFCON Conference Channel. Wahrscheinlich ist deswegen der Autor nicht im. Oh, das ist gar nicht Creative Commons. Oh. Okay, nein, da, ja, okay, dann gibt es jetzt keinen Talk. Ich habe jetzt keinen Bock, einen neuen Talk rauszusuchen. Aber, oh Mann, hey. Ja, okay, dann wird es jetzt eine. Shit. Ja, bin ein bisschen überfordert gerade. Ja, ich denke, es wird einfach eine kurze Folge ohne Talk. Genau. Dann kann ich ein bisschen mehr Dauerwerbesendung hier machen. Also, wie gesagt, sillyhuhn.com ist die Domain, unter der dieser Server erreichbar ist. Das ist ein Vanilla-Server hier. Genau, und ich plane den sehr, sehr lange zu hosten. Der läuft bei mir auf einem Server, nicht zu Hause. Also die Ping ist hier sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Genau, und an sich die Performance ist hier auch absolut akzeptabel. Naja, ist halt Minecraft, also so gut wie Minecraft halt performen kann. Vanilla Minecraft, genau. Und der Server hat, glaube ich, ja, 20 Slots, aber ihr kommt ja nicht immer drauf, weil hier wirklich niemand spielt. Deswegen mache ich auch diese Dauerwerbesendung hier, um Leute auf diesen Server zu bekommen. Wenn ihr Tipps habt für bessere Bewerbung dieses Servers, dann genau, kommt doch gerne auf mich zu. Ja, was gibt es viel zu sagen hier beim Server? Hat halt keine Regeln und genau, und außer mir hat hier eigentlich auch niemand Zugriff drauf und ich werde hier nicht meine Rechte benutzen, um irgendwas zu machen. Also eigentlich gibt es hier nur Vanilla-User ohne Power. Ja, soweit ich weiß, gibt es in Vanilla auch keine Exploits, keine Plugins, nix hier. Sprich, ja, ist alles ziemlich oldschool. Ja, dementsprechend auch keine Anti-Cheat-Plugins und ja, deswegen sind manche Cheats ziemlich OP hier, aber ja, so ist es halt. Genau. Ja, und den Server gibt es jetzt hier schon so seit, boah, weiß ich nicht mehr. Ich habe in irgendeiner Folge schon mal irgendeinen Zeitraum geraten. Wird wohl, ist schon so ein paar Jahre alt, aber öffentlich ist der erst seit, wie lange ist der schon öffentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht ein Jahr. Nein, auf keinen Fall ein Jahr, oder? Nee. Ja, also ein paar Monate ist der jetzt schon öffentlich erreichbar und davor war er, boah, 2, 3 Jahre oder so, lass mich nicht lügen, privat. Genau. Und da unsere Base, die ich mit so ein paar Mates hatte, zu spawnnah war, wurde da alles zerlegt. Und dann bin ich noch im End irgendwo
runtergefallen und hatte eigentlich meine wichtigsten Sachen, alles Full Mending und so weiter im Inventar. Und deswegen war das eigentlich ein Neustart, aber ein paar Stacks, nicht Stacks, aber ein paar Blöcke Dias waren noch in meiner Ender Chest und noch so ein paar andere Sachen. Genau, aber das meiste habe ich jetzt hier wieder erfarmt. Und jetzt ist mein Plan, so weit wie möglich hier vom Spawn wegzugehen. Was, wenn ihr auf den Server geht, ich euch auch empfehlen kann. Also je nachdem, wonach ihr seid. Aber wenn ihr euch irgendwo niederlassen wollt und ein bisschen spielen und keine Ahnung, Classical Minecraft, Hausbauen, Sachen farmen, wie in the old days, dann empfehle ich das weiter weg zu machen, wenn ihr Griefing vermeiden wollt. Also, obwohl der Server ziemlich leer ist, wenn dann doch mal jemand joint hier mit Full Cheats aufgedreht, dann wird in der Spawn-Nähe alles vernichtet in Kürze. Und ja, mein Plan ist es, so weit wegzugehen, dass ich auch guten Gewissens hier online meine Koordinaten leaken kann und dann hoffe, dass sogar Leute mit Flyhack keinen Bock haben, bis, naja, wo bin ich jetzt, 100.000 zu fliegen. Weil Fliegen natürlich auch ein bisschen nervig ist, wenn einmal gekickt wird und so weiter, soweit ich das weiß. Genau. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Flyhack verwendet. Aber naja, also von User Reports weiß ich das halt. Genau. Ich meine, sogar ich werde hier gekickt mit meinem Vanilla-Client. GG an der Stelle an Minecraft. Ja, also es gibt eine, doch einen Versuch einer Protection, auf den ich hier setze, um meine Sicherheit zu gewähren. Genau. Ja. Keine Ahnung, was ich sagen soll, deswegen schaue ich auch immer Videos. Ich meine, es ist ja kein Let's Play hier, es ist eine Dauerwerbesendung. Und ja. Vorne haben wir wieder ein useless Dorf. Was für ein Flop. Ja, genau. Und also die Sache mit dem Talk ist halt, dass ich hier nur Videos schaue, die auf YouTube unter der Creative Commons Lizenz laufen, was mir erlaubt, das Video hochzuladen, also selber nochmal auf meinem Kanal mit Namensnennung hochzuladen und dementsprechend vermute ich auch, dass es es mir erlaubt, das anzuschauen, ohne dabei irgendwen abzufacken. Genau, und das wollen wir natürlich nicht, dass sich jemand hier beschwert, wenn wir ein Video schauen, das nicht unter den Creative Commons ist. Ja, das ist natürlich jetzt geistiges Eigentum von Christian 008. Und deswegen, gibt es jetzt kein Video. Wow, ich habe keine. Oh mein Gott, ich habe keine Blöcke, mit denen ich mich wehren kann. Ja, aber ich denke, ich mache hier einen kurzen Cut und beende die Folge und suche dann mal mir einen Talk raus, den ich hier anschauen kann. Denn ich würde gerne einen Talk anschauen.
Ist jetzt eine kürzere Folge. Also nicht vergessen, unbedingt auf den gratis erreichbaren Minecraft-Server connecten, denn der wird hier noch weiterhin für euch gratis zur Verfügung gestellt. Und wenn ich mal aufhören sollte, diesen Server zu betreiben, was in den nächsten Jahren nicht geplant ist, dann, aber man weiß ja nie, dann werde ich die Map öffentlich zur Verfügung stellen und euch hier auf diesem Kanal informieren, oder sonst irgendwie, keine Ahnung, ja doch wahrscheinlich hier, und dann ja, Webseite gibt es ja noch nicht wirklich. Ja, eigentlich ist dieser Kanal das einzige Portal, wo ja, keine Ahnung. Ja, genau. Also auf jeden Fall wird die Map dann bereitgestellt. Und ich werde dann schon dafür sorgen, dass man das finden kann. Und deswegen ist es natürlich für euch eine Möglichkeit, da hier auch kaum Spieler sind, eigentlich wie das als einen Privatserver zu verwenden. Und ja, diese Möglichkeit kann ich nur empfehlen. Erreichbar unter der IP-Adresse 149.202.127.134, alternativ die Domain silihuhn.com. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Episode dieser Dauerwerbesendung. Alles klar.